fahren, was er jetzt mit meiner Fokker macht. Er ist im Grunde genommen der Aviator. Die Hölzelwimmer Modelle werden wir nachher im Flugslot auch noch haben. Hier vorne die große K6 ist das, glaube ich, ja. Jetzt aber lasst uns das mal genießen. Allerdings muss man, wenn man so ein Wilhelm-Modell mit so einem Motor betreibt, so wie der Gernot das uns zeigt, auch hier und da stabilisieren. Ja, bei solchen Manövern muss man sich natürlich auf den Antrieb verlassen können. Der muss zuverlässig laufen, weil jetzt stellt sich vor, in so einem Moment geht der Motor aus, dann könnte das Modell schaden. F3A Europameister, Weltmeisterschaft, beste Platzierung bis jetzt, ich glaube der dritte, der wird auch noch Weltmeister, da kann man ziemlich sicher sein, weil er ist erst 27 Jahre alt. Hat mir eigentlich schon was zum Gewicht gesagt von diesem großen Dreidecker? Ich glaube, irgendwie was über 80 Kilo, ne? Irgendwas über 80 Kilo. Bin ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen überfahren. Gefährt schon Technik, vertraut er da in dem Fall auf Yeti. Das heißt, es sind mehrere Empfänger zu diesem Flieger. Und wie gesagt, Motor ist ein Baller. Modell von den Zubehören, die ihn eingeladen haben. Und das ist, macht immer wieder Spaß, den Gernot zu gucken. Ja. So. Da kann man gar nicht genug von kriegen. Ja, dieses Feingefühl. Bei jedem Wind hier, diese Aktion jetzt hier zu starten, da ist ein Zippel am Gas, irgendwo funktioniert was nicht. Er liegt mit dem ganzen Eimer im Dreck und das gibt einen Haufen Späne, aber er macht das absolut souverän. Veteran, jawohl! Ja, hier können wir wirklich tausenden Applaus spendieren. Das ist einmalig, was wir hier sehen. Da könnte ein Schritttempo hinterhergehen. Erstaunlich, wie die Fliegerei sich in diesen Jahren entwickelt hat. Der Kunstflieger würde sagen, es sind jetzt Powerrollen. Ja, das ist der Hammer. Da passt jetzt auch das Wolkenbild dazu. Ich denke mir, unsere Fotografen, die haben heute wunderbar Gelegenheit hier. Loopings auf dem Teller. Das ist der Hammer. F3A wird der Rollenkreis nicht viele Punkte kriegen, aber in dem Bereich, was er hier macht, der Hammer. Was ist das? Das ist ja eben um die Ecke. Eben um die Ecke. Nein. Also einer deutschen Dreidecker, ein Österreicher fliegt ihn einfach gnadenlos. Ungesammelt. Das Ding wird angeschleppt. Sensationell. Vielen Dank, Gernot. Gernot Bruckmann. Aus Österreich. Aus Österreich, aus einem der schönsten Urlaubsgebiete, die ich so kenne. Besonders, wenn man fliegen will.